Inzwischen ist dieses Spiel schon 3 Jahre her. Wie schnell die verdammte Zeit einfach vergeht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten sich noch an das Spiel erinnern. Murder, heute bringen wir den König um. Erstmal muss man erklären, worum es geht. Heute bringe ich den König um. Alter, ich hatte damals noch nicht mal ein Bart. Ich sehe so mies jung aus. Und jetzt genau das Gegenteil. Die meisten Leute denken, ich bin 26, 27, obwohl ich erst 22 bin. Das hat aber einen Vorteil bei den Frauen. Frauen lieben ältere Männer. Also falls ihr es wissen wollt, ich bin 42. Aber falls ihr jetzt denkt, wir spielen genau das Spiel, was wir früher gespielt haben. Nein, das hier ist eine andere Version. Murder, to kill or not to kill. So oft, wie ich das Wort Murder in diesem Video sage. Safe keine Werbung. Aber das Spiel soll anders sein und vor allen Dingen, es gibt verschiedene Enden. Also man sollte auf jeden Fall mal reingucken. Es gibt Speicherplätze in dem Spiel. Ach du Scheiße, was ist das für ein verdammter Blockbuster? Bei Local Safe müssen wir uns wenigstens nicht einloggen, um das Spiel zu spielen. Was zur Hölle? Ich habe gerade so ein Flashback. Das Spiel ist der Wahnsinn. Ich erkläre euch das einmal. Wir müssen den König erschlagen, um selber König zu werden und... Ja, wir dürfen dabei nicht erwischt werden. Wir können zum Beispiel ausholen, wenn er sich jetzt nicht umdreht. Oh nein! Verdammt! Oh. Also ihr versteht, wie das Spiel ungefähr läuft. Ich warte jetzt, bis er sich umdreht. Oh mein Gott, ich habe gerade ein gutes Gefühl. Obwohl, oh, ich traue mich nicht. Ganz langsam, Snily. Hol aus. Wir kriegen das schon hin. Nur noch ein kleines... Was zur Hölle? Okay, wir haben es geschafft, den ersten zum König zu machen. Aber es sind leider noch mehr, die wir jetzt zum König machen müssen. Oh Gott, warte mal ganz kurz. Wir sind jetzt der König. Wir müssen die Leute dabei erwischen, wie die uns schlagen wollen. Okay, das Prinzip ist ja relativ einfach. Da oben sehe ich meine Lebensanzeige. Aber manche von den Leuten sind gar nicht schlecht. Ich glaube, die Frau ist nicht schlecht. Was zur Hölle, sie war doch schlecht. Oh Gott, ich bin dämlich. Jetzt haben wir eine Königin. Und eine Frau, die regiert, ist genauso schlimm wie ein toter König. Ich bin kein Sexist oder so. Warte mal, wir müssen das Spiel jetzt neu starten. Wir sind jetzt wieder der Typ, der sie erschlagen muss. Komm schon, bitte dreh dich nicht um. Geschafft. Das war die erste Mission. Der Typ ist auch, glaube ich, böse. Obwohl, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Bruh. Verdammt! Ich glaube, der ist schwul, aber der war jetzt auch böse. Das heißt, wir probieren, ihn zu erschlagen, obwohl ich gerade ein ganz schlechtes Gefühl... Oh Gott! Wieso höre ich nicht auf mein verdammtes Gefühl? Komm schon, er wird jetzt gucken. Ganz langsam, Snily, wir kriegen das hin. Ich hätte in der Zeit schon lange ausholen können. Oh mein Gott, er dreht sich ja gar nicht mehr um. Jetzt hat er sich umgedreht. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, jetzt auszuholen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Komm schon. Oh mein Gott, okay. Der erste hat funktioniert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir müssen den jetzt irgendwie durchbringen. Aber das ist schwer. Ich meine, die meisten Leute hassen mich. Okay, sie haben wir schon mal hinbekommen. Sie ist eine schlechte Frau, auf jeden Fall. Wer kommt als nächstes? Schon wieder sie. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Gott. Wann erwische ich sie denn am besten? Jetzt. Perfekt. So schwer ist das gar nicht. Wir lassen sie einfach vergabbeln. Was zur Hölle bist du? Ich weiß nicht, ob du böse bist. Ich weiß wirklich nicht, ob du böse bist. Du wolltest mich angreifen. Aber tue ich dir gerade Unrecht? Was zur Hölle, dein Popo? Der ist mit dem Popo zuerst nach unten gefallen. Ich glaube, ich töte jetzt einfach mal jeden. Obwohl ich gar nicht weiß, ob es das Schlauste ist. Weil theoretisch gibt es auch ein paar Leute, die gut sind. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse ihn mich anfassen. Tu es einfach. Oh mein Gott, perfekt. Ich war mir nicht sicher. Aber er ist ein guter Mann. Auf jeden Fall. Dem vertraue ich ehrlich gesagt nicht so. Aber der guckt schon so böse. Und jetzt sieht das... Wow. Es ist schwer, den zu bekommen, auf jeden Fall. Ich muss irgendwie ein bisschen länger warten. Ja. Perfekt, den haben wir jetzt auch hinbekommen. Es sind schon so viele Leute im Knast drin und bisher habe ich nur eine einzige liebe Person gefunden. Diese Frau ist auch total ätzend. Woher zur Hölle kommt die ganze Zeit? Ich meine, ich habe so viele von denen schon weggebracht. Haben wir jetzt nicht mal langsam genug? Oh mein Gott. Ist der böse, ist die Frage.
Er hat so einen kleinen Psychoblick gehabt. Ich weiß nicht, ob der jetzt böse war. Vielleicht habe ich ihm jetzt zu Unrecht wehgetan. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der hier böse ist. Ich weiß es zwar... Oh Gott, ich bin mir unsicher. Obwohl. War das jetzt böse? Der war gar... Was zur Hölle... Was? Was soll das? Was ist das für ein Ende? Wir haben einen Score von 21.000. Das ist ein guter Score. Aber was genau passiert mit uns am Ende? Der Bildschirm ist schwarz geworden und es sind tausende Herzen nach oben gekommen. Das ist nicht jugendfrei. Es gibt hier aber auf jeden Fall noch ein paar Leute, die ich unbedingt ausprobieren möchte. Ob die jetzt gut sind oder ob die schlecht sind. Dafür müssen wir erstmal den König schlagen. Tut mir leid, Sir. Bei dir wollte ich es testen. Bist du gut oder? Du siehst ziemlich böse aus. Der ist ziemlich böse. Er verwandelt mich in einen verdammten Frosch. Ich wollte kein Frosch sein. Ich bin ein guter Mensch. Wir müssen das Spiel eigentlich so lange spielen, bis mein Leben abgelaufen ist oben. Ohne, dass wir vorher von irgendjemandem unterbrochen werden. Aber das ist schwer. Vor allen Dingen bei dieser Kammerzofe. Die ist ja so nervig. Komm, lass dich erwischen, bitte. Sie lässt dich immer noch nicht erwischen. Wir müssen irgendwie länger warten. Jetzt. Boah. Die war schwer zu erwischen, aber was genau passiert denn, wenn mein Leben abläuft? Warte mal ganz kurz. Ich glaube, du darfst mich berühren. War das jetzt was Gutes? Das war was richtig Gutes. So klärt man sich den deutschen Pass. Und dann sagen die Leute wirklich noch, es wäre schwer. Zeig mal her, der nächste. Oh, nicht schon wieder dir. Es gibt keine Frau, die ich hier mehr hasse als sie. Sie ist so verdammt ätzend. Sie kann auf jeden Fall im Knast verrotten. Mit den ganzen anderen Skeletten. Wieso sitzt denn der eine auf dem Stein drauf? Ich weiß gar nicht, ob du böse bist oder nicht, aber... Oh Gott, er hat mich Nein, er ist nicht böse. Er segnet mich nur. Aber der Typ ist ziemlich böse. Ich glaube, das geht bis ins Unendliche. Drunk King. Errungenschaft... Ich trinke einfach nur Alkohol. Also war der auch nicht böse. Irgendwie laufe ich jetzt schneller. Oh, das Spiel wird immer schneller. Aber da läuft niemand mehr... Was? Sag mir bitte, ich hab's jetzt geschafft. Oh mein Gott. Wahnsinn. Ich bin ja ein mieser OG. Ach du Scheiße. Was zur Hölle? Ich glaube, ich wurde vergiftet, oder? Was? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das Einzige, was ich weiß, spielt das Spiel doch gerne selber. Es ist komplett umsonst im Browser. Abonniert diesen Kanal, es hilft dem Kanal weiterzuwachsen. Und gebt eine verdammte Bewertung. Es ist nur ein verdammter Knopfdruck. Nimm deine Pillen. Ich jedenfalls denke, beende jetzt hier erstmal das Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.